In dem Video hier will ich mal eins klarstellen zu uns bzw. zu mir. Viele halten uns für einen Coaching-Anbieter oder mich für einen Coach oder Berater. Das war ich mal, ja, und zwar eine lange Zeit und auch speziell im Handwerk. Aber gerade weil ich anderen nicht immer nur erzählen wollte, was sie zu tun und zu lassen haben und war aber dann vom Erfolg abhängig, dass es der andere macht, haben wir inzwischen eine Dienstleistung. Wir verstehen uns also nicht als Coach oder Berater, sondern als Dienstleister. Und das hat den riesen Unterschied, dass wir dir nicht sagen, was du machen musst und du musst es dann nur umsetzen, sondern du sagst uns, wie du deinen automatisierten Anfragenbearbeitungsprozess gerne hättest und wir setzen es für dich um. Und das ist der ganz, ganz große Unterschied, warum wir kein Coaching-Anbieter sind, sondern ein Dienstleister.